forderte das UNHCR Australien auf. Auch die Sicherheit sei nicht gewährleistet. So das UNHCR, die Behörden stoppten zudem die Versorgung mit Lebensmitteln. Strom und Wasser. Laut UNHCR fürchten die geflüchteten Übergriffe aus der Bevölkerung. Am Dienstag seien Dutzende mit Stöcken und Macheten bewaffnete Einheimische in den Lagerkomplex eingedrungen, sagte ein Geflüchteter der deutschen Presseagentur. Die Asylsuchenden wollen nun rechtlich gegen die Schließung vorgehen. Australien hatte seine Nachbarn 4 Jahre lang dafür bezahlt, Migranten vor Ort zu versorgen. Das Land nimmt keine Menschen auf, die die Küste per Boot erreichen wollen. Wegen der anhaltenden humanitären Notlage kündigte Neuseeland an,